Ich habe lange überlegt, wie ich jetzt eigentlich an so eine Folge rangehe, um jetzt den extremen Clickbait irgendwie zu vermeiden. Also so nach dem Motto, was kann man oder wie kann man eigentlich so ein Video jetzt nennen, wo es ja so eine Hammer-Update-Information gibt? Das Update ist da oder wir trollen uns durchs Leben oder weiß ich nicht. Aber damit willkommen, ihr Lieben, zu einer zweiten Folge auf dem Donnerstag mit mir, dem Thorsten. Und ja, Update-News habt ihr sicherlich, wenn ihr mal auf dieses kleine, auf die kleine Notiztafel hier geklickt habt, habt ihr sicherlich gesehen, es gibt Neues. Es gibt Neues und ich muss sagen, ich finde es super. Ich finde es wirklich, wirklich super, das Ende des globalen Chats. Also das Ende des globalen Chats, da könnte jetzt auch stehen, das Ende der Trollfolgen. Das Ende der Trollfolgen oder so, keine Ahnung, wo man ja so ein bisschen den global auch mal getrollt hat, wie auch immer, habe ich auch gemacht. Also ich habe nur keine Folge von gemacht, sondern wir sind auch schon mal mit fünf, sechs Leuten nachts in die Globals rein, haben die so lange gewechselt, bis wir alle in einem waren und haben dann da rumgetrollt. Also Halle Clasher, wir haben ein paar wichtige Neuigkeiten, wie das Team zukünftig in Bezug auf die sozialen Interaktionen in Clash of Clans vorgehen wird. Im nächsten Update entfernen wir den Kanal Globaler Chat aus dem Spiel. Ich muss sagen, das ist ein Hammer. Und eben mal mein Handy ein bisschen leiser stellen. Ist wirklich ein Hammer, muss ich sagen. Unser Ziel war es eigentlich, den zentralen Knotenpunkt für soziale Interaktionen zu schaffen. Die sind ja auch da, die sozialen Interaktionen. Allerdings waren die dann auch irgendwann mal aus. Das Ganze hat sich dann ja so ein bisschen so irgendwie zu Parship oder zu fremdenfeindlichen Hassreden-Chat entwickelt. Und also nicht vergessen sind natürlich ganz klar die Geschichten mit "Ich bin Mädchen". Und schon stürzt sich der ganze Chat da drauf. Ja, also ich habe ja Tränen geheult, wenn ich mal im Global war. Aber ich war jetzt auch schon wirklich lange nicht mehr im Global, muss ich sagen. Aber sicherlich ist in jedem sozialen Medium ein Riesenteam dahinter, das Ganze gegen Hasspredigten oder so reinzuhalten und. Nur was erstmal da steht, das steht ja erstmal da und alle können es lesen. Und dann kannst du es melden, aber oder ausblenden lassen. Im nächsten Update werden wir die Clan-Rekrutierungsfunktionalität verbessern. Da bin ich mal gespannt, was kommt, sodass es für Clans einfacher als je zuvor wird, neue Mitglieder zu finden und für Spieler Clans zu finden, die am besten zu ihrem Spielstil passen. Zu welchem Spielstil passt denn "Hi, ich bin Mädchen" oder "Suche Freundin" oder "Suche Girl"? Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr vom Global redet. Manchmal war der Global auch für mich ganz gut, wenn ich nämlich nachts nicht in irgendeinen Clan kam, weil ich irgendwo eingeladen war. Dann wollte ich nicht alleine abhängen, dann habe ich auch schon mal einen Clan so zur Übernachtung gesucht. Zum Schluss sei noch gesagt, wir sind zwar traurig, den globalen Chat zu schließen, ja, haben aber das Gefühl, dass unsere Ressourcen, die wir für die Überwachung des globalen Chats aufwenden mussten, besser dabei aufgehoben sind, Clash of Clans für unsere Spieler weiter zu verbessern. Das finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also AD hier, dieser komische globale Chat, also nicht der hier, sondern die Registerkarte da oben. Oh, guck mal, ich war schon ewig nicht mehr hier drin oder länger nicht mehr. Ich bin ein Kind und beleidige niemand. Ja, alles klar. Oh, das darf, da, ich glaube, den global darf man gar nicht so zeigen, ne? Okay, dann muss ich den jetzt mal so ein bisschen ausgrenzeln hier, glaube ich, auf der Seite, damit ihr das nicht alles seht. Aber ja, das hat ein Ende hier, dieses Paarshippen. Und ich würde sagen, ist aber nicht das Ende von Clash of Clans. Wir wollen uns ja in jedem Fall weiterhin hier um dieses Spiel mühen, dass es auch besser wird. Das Ganze kommt auch immer sehr stark aus der Community. Ich meine, die Community hat viele Ideen, was man umsetzen kann und was einige oder was ich ja auch vor allen Dingen vermisse. Im Moment ist es ja ganz, ganz still um meinen ganzen Kanal. Ich habe keine Freundschaftsanfragen mehr. Irgendwann glaube ich, haben alle das Einsehen gehabt, na Toto, dem brauchst du keine schicken, der nimmt eh keiner an. Richtig so, aber ich fände es auch gut, wenn hier irgendwo so eine Schaltfläche wäre, diese Woche keine Anfragen annehmen. Alle sofort ablehnen oder so oder generell keine annehmen. Das fehlt hier, weil das Ding hier kann auch ganz, ganz schnell wieder voll sein und dann ist es, ja, dann ist es das alte Leid wieder. Aber mittlerweile, glaube ich, hat sich das Ganze ein bisschen eingependelt. Manchmal ist es ganz gut, da Freunde zu haben. Wenn du einen Clan suchst, jetzt vor allen Dingen bei der Liga und so, schnell mal in einen Clan reinspringen und so weiter, wo jemand drin ist, auch wenn es dann Event-Clan ist und nicht sein eigener ist.
Passt so. Ich würde sagen, wir machen trotzdem ein bisschen Clash of Clans. Gehen mal in die Dark Clouds hier und dann finden wir sicherlich auch einen Gegner. Schade ist es natürlich für alle Titanspieler, die jetzt nicht mehr hier in den Global gucken können, weil sie keine Schaltfläche mehr haben. Und wenn dann abends oder nachts keiner im Clan ist oder früh morgens, dann kannst du natürlich, bist du ganz, ganz einsam und verlassen. Ich bin mal gespannt, wie man dort die Kommunikation weiter aufrecht hält. Und ihr seht, dass hier die Suche dauert und dauert und dauert. Irgendwann hat der Clash of Clans Gott doch ein Einsehen gehabt und hat mir ein bisschen Liebe geschenkt, was er der Global jetzt nicht mehr macht. Also wir haben Gegner gefunden. Es hat jetzt echt lange gedauert. Wir gucken mal, von wo wir eigentlich ganz gut vorgehen können hier mit unserer Armee. Gegen den Windelpoop. Okay, Skylaunch. Hört sich ein bisschen deutsch an. Können wir gleich mal nachgucken. Mal sehen. Gegen den Windelpoop hier. Ob er hat aber eine nette Base. Also nach Windelpoop ist das jetzt nicht. Muss ich mal so sagen. Und Karre hier reingeschickt. Einmal unsere Päckerdose, damit die Mauer jetzt auch noch ein bisschen schneller aufgeht. Und ein paar Päcker hier Helden hinterher. Das muss ein bisschen fixer gehen, Toto. Und wir machen uns die Schneise hier mal ruhig auf, auch wenn wir da eine Karre haben. Aber ich glaube, die Karre, die kommt nicht so wirklich weit, glaube ich. Ich glaube, die Karre kommt da mal nicht so wirklich so weit. Aber was hier auch hoffentlich weiterkommt, sind meine Truppen. Denn hier wird es gerade mal böse. Die muss ich eben mal wegfrosten. Hier die Clanburg, die muss ich jetzt echt mal wegfrosten. Alter Falter, ist hier Geballer. Meine Herren, die Queen müsste das aber dennoch jetzt mal irgendwo schaffen. Die ist nämlich ganz, ganz außen. Die schafft das natürlich nicht. Und ein Giftzauber ist dann ein bisschen wenig, aber wir haben das Rathaus erwischt. Okay. Und die Queen habe ich jetzt allerdings schon gezündet. Wen kann ich denn hier eigentlich noch so ein bisschen in Wut bringen? So ein bisschen in Wut bringen. Ich muss keinen mehr in Wut bringen. Die 2 Sterne reichen mir hier, glaube ich. Das war für den... Oh, da fliegt mein Eisgolem auch noch durch die Gegend. Das war jetzt so ein bisschen für den Pass. Und, oh ja. Okay, da geht die jetzt auch drauf. Aber ich lasse sie jetzt drauf. Oh, schade, keine 70%. Schade, schade, schade. Keine 70%. Naja, nicht den vollen Bonus gekriegt. Ist aber, glaube ich, nicht so tragisch. Dann bauen wir die Truppe nochmal nach, glaube ich. Ach, ich habe 6 Ballons. Die hat hier eben jemand gefordert. Nicht accepten. Oh, die hat hier jemand eben gefordert. Dann kann ich die jetzt wieder wegmachen. Das ist auch leidig. Ich hätte es jetzt auch mitnehmen können, aber mir fehlt jetzt, glaube ich, ein Eisgoli, einer von denen. Und die trainen wir hier quick nach. Das machen wir einmal so. Passt. Passt so. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass es demnächst den globalen Chat nicht mehr gibt. Also guck mal bei Neues, wer ist Schwarze Burg, trau mich gar nicht und so weiter. RIP Global, da geht schon los. Was, der Global wird gelöscht, dein Hund. Es wird ganz, ganz schlimm, glaube ich. Mann, Mann, Mann. Bleibt abzuwarten, wie das Ganze dann jetzt aufgebaut wird von Supercell, wie sie es lösen, den Global irgendwo zu ersetzen, dass die Leute immer noch ihre Clans finden. Also die wirklich dort suchen oder gesucht werden wollen oder wo ein Clan Werbung für sich macht, das fällt jetzt ein bisschen weg. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, wie Reddit oder auch jeder Discord hat so ziemlich bei den Clash of Clans dann einen Kanal, wo man sich bewerben kann oder wo man den Clan bewerben kann. Da fallen dann natürlich die aus dem Raster raus, die halt nur andere Sachen gemacht haben im Global, als dass sie einen Clan gesucht haben. Die müssen sich jetzt eine andere Spielstätte suchen, um ihre Sachen da loszuwerden, was es auch immer war. Und ich bin wirklich mal gespannt. Ich hoffe, die kurze, aber knappe Update-Folge oder Update-Vorfreude-Folge hat euch ganz gut gefallen. Jemand hatte geschrieben, Toto, wie ist deine Meinung dazu? Hier, das ist meine Meinung. Ich finde es in Ordnung, dass sie den Global gegen etwas anderes ersetzen. Und ich hoffe, das andere, was sie dagegen dann ersetzen, wird richtig, richtig gut. Also bis dahin, euer Toto. Clashen.